und hiermit ein herzliches Willkommen im Talk Linux und Gaming im Jahr 2022. Ich habe hier wie immer wieder wundervolle Gäste bei mir. Micha ist ja quasi Dauergast. Du bist ja eigentlich Mitgastgeber, würde ich mal sagen. Ne? Du bist ja auch an allen Talks dabei für heute und morgen. Und von daher, ne? Hallo Micha. Und hallo. Dann auch einmal den Hauke. Ja, hallo. Ja, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Das ist der Typ von eben vom Vortrag. Ne? Der ist einmal kurz, hat er sich einfach nochmal kurz umgezogen und dann ist er auch schon hier gewesen. Ganz schnell, ne? Es geht super schnell. Na, die Moderation war ja lang genug. Ne? Ich habe manchmal wieder verratscht und ich würde sagen, wir gehen in den Talk rein bezüglich Gaming. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Haben wir ja eigentlich erstmal einen ganz schönen Abriss schon mal in deinem Vortrag gesehen. Könntest du das vielleicht nochmal zusammenfassen für die Leute, die vielleicht später die Aufzeichnung sehen und das gar nicht so richtig mitbekommen haben bis jetzt? Vielleicht ganz kurz eine Zusammenfassung. Kurze Zusammenfassung. Also es gibt wirklich sehr viele Möglichkeiten, was man machen kann. Zum einen, was eine Linux-Distribution einfach schon mitbringt. Da kriegt man sehr, sehr viele Open-Source-Spiele mit dabei. Die sind teilweise gar nicht so schlecht, wie man vielleicht erst mal denkt. Also sowas wie 0AD, ein Strategiespiel, was im um die Nullerjahre rumspielt. Klassiker sind natürlich auch dabei, wie Gesundheit oder so. Der Frosch im Hals. OpenRA, sowas, was man so um 1996, 95 rumgespielt hat, kann man heutzutage auch spielen. In der vollen Pracht quasi, wie es das damals gab. Dann sowas wie SuperTux Card, was wir gleich auch noch spielen werden, live. Sowas ist alles mit dabei. Natürlich auch langweilige Kartenspiele, wie ich es am Anfang im Video mal vorgestellt habe. Und solche Sachen, klar, sind auch mit dabei. Wem das jetzt nicht reicht, der kann auch zu Steam greifen, zu Epic, zu Good Old Games, zu GOG. Dort gibt es wirklich sehr, sehr viele Spiele, überwiegend ja zum Kaufen. Gibt auch ein paar kostenlose Titel, aber überwiegend sind halt kommerzielle Titel. Dann gibt es noch itch.io, wo es von unabhängigen Entwicklern auch sehr, sehr viele Spiele gibt, die auch für Linux verfügbar sind. Und dann hätten wir noch die Kategorie von Emulationen für Software einmal, dass man Windows-Titel auch unter Linux spielen kann. Sehr, sehr viele funktionieren auch. Das hat mich auch so ein bisschen gewundert, als ich das ausprobiert und recherchiert habe für das Video, was ich gemacht habe, was dabei halt so läuft. Das Schwierigste war der Rasenmäher-Simulator. Der wollte erst überhaupt nicht. Und mit der anderen Version von Wine lief das Ding dann nachher super. Und was haben wir noch? Steam Proton sofort ohne Probleme, nur mal so viel. Ja. Und schon fährt der Rasenmäher auch von dem von diesem Laster runter. Anhänger, ja. Ja, genau, vom Anhänger. Ja, und dann haben wir natürlich noch verschiedene Klassik-Plattformen. Also DOSBox haben wir, um DOS-Spiele zu spielen. Auf Hardware, die wahrscheinlich heutzutage nicht mehr so unbedingt verfügbar ist, wo ein kompletter Rechner emuliert wird, wie eine Virtualisierungsumgebung. Und dann für Atari haben wir Dinge, dann für den ZX Spectrum und andere Dinge, die ich nie in der Hand gehabt habe. Und Game Boy kann man auch emulieren und sogar PlayStation 1 und alles Mögliche. Das kann man auf dem Linux-System auch emulieren. Von daher, euch braucht da nicht langweilig zu werden. Es gibt so viel. Das war die Kurzzusammenfassung. Absolut, absolut. Sehr, sehr schön. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wenn ihr Fragen habt, beziehungsweise Kommentare habt, dann schreibt ihr jetzt auch gerne in den Chat, weil dieses Talk-Format ist nicht nur für uns drei, sondern auch tatsächlich für euch. Ihr könnt da gerne eure Meinungen reinfließen lassen. Wir lesen die dann auch alle vor, egal wo ihr gerade seid, entweder auf tuxtage.de, auf Twitch oder auf YouTube. Ihr werdet überall gesehen und gehört und wir sehen auch schon die ersten Fragen. Über 100 Zuschauer, da fehlen ja noch etliche Likes, schreibt Michael auf YouTube. Ja, auf jeden Fall. Da fehlen noch ein paar. Gerne noch mit den Like-Button reinhauen oder ein Follow dalassen auf Twitch. Sehr, sehr gerne. Auf tuxtage.de gibt es leider kein Like oder Follow, aber ihr könnt ja uns auch auf
Twitter und auf Mastodon teilen beispielsweise. Ja, insgesamt Superdox-Card-Spiel, Leute viel gerne oder sehr, sehr gerne tatsächlich. Also ich habe mich auch im Metaverse umgehört vorhin. Da werden wir, glaube ich, richtig viel Konkurrenz bekommen. Genau, absolut. Ja, ich würde sagen, schauen wir doch mal, was es denn eigentlich sonst noch so für Unklarheiten gibt. Wie viele, also ich muss sagen, einen Trend, den habe ich leider beobachtet. Ich habe das Gefühl, wenn ihr in ProtonDB reinschaut, ne, hast du ja vorhin kurz schon erwähnt, meine ich, Hauke, oder? Also ich erwähne es im Video, ja, aber ich zeige die Seite nicht. Ja, also ich kann sie ja mal ganz kurz zeigen hier. Guck dir mal rein. So ungefähr. Genau, ne, ProtonDB.com. Mhm. Und da kriegst du eigentlich mit, was auf Steam Play mit Windows-Spielen so funktioniert. Und da schaue ich mal nicht auf Erkunden. Doch, heißt es Erkunden? Erkunden, ne? Da findet man verschiedene populäre Spiele sozusagen. Es gibt aber auch irgendwo das Dashboard. Hier sehen wir. Die Top 10 Spiele, die tatsächlich dann wirklich funktionieren. Wir sagen mal in dem Fall ProtonDB Click Play oder Medals. Ich glaube hier, ne? Gold, Silber, Bronze, Borgt. Und hier haben wir in dem Fall, wenn wir die Medaillen anschauen, haben wir 40% der Top 10 Spiele, also 4 Spiele, funktionieren nicht. Können wir das sehen, was für welche das sind? Früher konnte man das sehen, ne? Früher konnte man das sehen, welche genau das waren. Schau mal, vielleicht finden wir das gerade schnell. Oder ist das hier? Vielleicht sind das hier auch die Top 10. Das können auch die Top 10 sein. Ich glaube, das sind die Top 10. Ne? Einmal Payday 2 läuft soweit, Counter-Strike läuft soweit, PUBG läuft leider nicht wegen BattleEye. Das ist dieses Anti-Cheat-Software. GTA läuft, Dota 2 läuft, Deep Rock Galactic läuft auch, ne? Platin heißt immer noch, Dead by Daylight ist kaputt und Rainbow Six Siege beispielsweise. Na, aber die meisten funktionieren dann. Ne? Und das ist eigentlich eine ganz, ganz schöne Sache. Mit Steam Proton habt ihr da wirklich sehr, sehr, sehr viel drin. Und viele sagen, ja, man kann auf Linux nicht so richtig spielen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, klar, du kannst nicht jeden AAA-Titel spielen, das stimmt. Aber ansonsten, du wirst trotzdem deinen Spaß des Lebens haben, sozusagen, würde ich mal sagen. Oder den Spaß deines Lebens haben, wenn du da wirklich groß reintauchst in die Spielewelt. Das ist absolut keine Ausrede, würde ich sagen, wenn man da jetzt genauso sagt, nee, Gaming geht gar nicht auf Linux. Ne? Wir werden das auch später auch nochmal zeigen mit verschiedenen Spielen. Und genau, was schreibt denn soweit? Diablo 2 Resurrected wäre mal interessant gewesen. Diablo 2, wisst ihr, ob Diablo funktioniert? Ist jemand von euch Diablo-Spieler? Nee, bin ich leider nicht. Nee, mich auch nicht. Da haben auch ganz komische Spiele, die hier rauskommen. Also irgendwie Diablo 2... Vielleicht gibt es sie einfach nicht über Steam, das kann sein. Ne? Das weiß ich nicht. Also je nachdem, also das sind nur Steam-Spiele, die funktionieren. Ansonsten könnt ihr mal auf lutris.org nachschauen. Ne? Nicht lutris.org, sondern lutris.net. Ich mache den Fehler immer wieder. Und dann, wie heißt das nochmal? Diablo. Diablo 2. Schauen wir mal, ob da was gibt. Gibt's nix. Diablo. Auch nicht. Witzig. Schreibe ich Diablo richtig? Diablo. Nicht Diabolo. Ja. Wenn du immer Diabolo geschrieben hast. Diablo. Meine ich natürlich. Diablo 2. Resurrected habt ihr gemeint? Oder was? Resurrected. Na, sieht anscheinend so aus, als ob das funktionieren würde. Na, es gibt eine Wine-Version. Vor 7 Monaten wurde die letzte Version veröffentlicht. Ich gehe mal davon aus, dass es funktioniert. Gehe ich stark davon aus. Kann man sich einfach installieren über Lutris. Ja. Vielleicht gibt es auch verschiedene Versionen davon. Also dass eine vielleicht mehr mit DRM gekoppelt ist, die nun nicht läuft, und eine andere, die gibt's, die funktioniert halt. Vielleicht ist jetzt bloß eine Idee, woran es liegen könnte. Absolut. Ansonsten ein neues Ding ist ja der Heroic Game Launcher. Und den hast du ja auch so ein bisschen vorgestellt in deinem Video. Ja. Hm. Ne? Was hältst du von dem? Würdest du ihn empfehlen? Also er tut das, was ich möchte. Also irgendwann bin ich mal drauf gestoßen, hier Epic verschenkt zweimal oder ein bis zwei Spiele pro Woche, und dachte ich mir, naja gut, nimmst du das mal so mit? Und dann habe ich geguckt und bin ich auf diesen Heroic Game Launcher gestoßen, habe mir so ein Epic-Konto angelegt, und seitdem sammle ich fleißig diese Titel, die es da so gibt, ein bis zwei die Woche halt, wo... Also 50% würde ich sagen, davon ist eher so komplett nicht mein Fall. Der Rest ist so, naja, und ein paar Sachen dabei sind ganz cool.
Aber das ist wie immer natürlich Geschmackssache. Und mit dem Heroic Game Launcher, der, das ist das Erste, was mir in der Art und Weise über den Weg gelaufen ist. Und das tat einfach genau das, was ich wollte. Vielleicht, wenn ich als Erstes auf Lutris gestoßen wäre und das da so hingekriegt hätte, wäre ich mit Lutris auch zufrieden gewesen. Aber bei mir war es halt die erste Berührung damit und das hat funktioniert. Also von daher, ja. Absolut. Also mit Wine Manager und so weiter, ich muss mir das auch mal anschauen. Ich muss sagen, ich habe es bis jetzt leider immer gemieden. Da wird sicher vielleicht auch was dann mal auf Linux erscheinen. Oder natürlich, dein Vortrag wird wahrscheinlich auch auf Nicht dabei seit letzter Schluss dann veröffentlicht. Genau. Von aus, oder? Da gibt es sogar eine etwas längere Version. Also so ein bisschen mit Schrecken habe ich auf einmal gemacht. Moment, wie viel Zeit hast du überhaupt dafür? Was bloß? Und nein. Also ich habe die Hälfte da weggekürzt. Die lange Version gibt es denn bei meinem Kanal hier, die Eule da, Nicht der Weisheit letzter Schluss. Da gibt es denn auf YouTube und PeerTube das komplette Video in den nächsten Wochen. Also da habe ich so eine Liste drin, was denn demnächst erscheint. Jede Woche gibt es so ein Video normalerweise, in seltenen Fällen auch mal zwei. Aber das ist jetzt so getimt, dass in den nächsten Wochen mal ein bisschen was kommt. Okay, genau. Okay. Sehr, sehr cool. Ja, ja. Micha, hast du da gerade was zu sagen? Du bist gerade ganz still. Außer du hast gerade nichts zu sagen, dann habe ich noch was. Ich wollte euch nur nicht ins Wort fallen. Also Heroic Game Launcher könnt ihr auch wirklich gut dafür benutzen, um alte Spiele wieder zum Laufen zu kriegen. Gerade das, was bei GOG so drin ist. Zum Beispiel für mich die Legacy of Kain Spielereihe. Absolut genial. Kriegst du heutzutage kaum noch vernünftig zum Laufen. Mit dem Heroic Launcher geht's. Zwar nicht alles, die komplette Serie, aber ein Großteil. Dementsprechend auch für Retro-Spieler mal einen Blick wert. Gerade auch die Möglichkeit, die Wine-Version zu wechseln, ist sehr einfach, ohne viel Schmerzen machbar. Macht sich echt gut. Und das ist auch neu, ne? Also ich glaube, im letzten Jahr, also haben wir es auf jeden Fall noch nicht geredet oder besprochen. Es wird es wahrscheinlich letztes Jahr schon mal so ein bisschen gegeben haben, aber so richtig rausgekommen ist es erst dieses Jahr, ne? Von daher ist eigentlich auch wirklich eine richtig coole neue Sache, ne? Schauen wir in die Discord-Community, wie viel da drin sind. Schon 1116 insgesamt online und 4500 Mitglieder haben die. Das ist schon ordentlich, ne? Schon nur allein in dieser Discord-Gruppe. Und auf Twitter haben sie wie viel Follower? 2200. Das ist auch schon ein bisschen was. Ne? Also da geht schon auf jeden Fall ab, so für so, ich sag mal, für so wenig. Und ja, hauptsächlich GOG und Epic Games. Es geht nicht für Steam. Ne? Jedenfalls nicht für den Steam Launcher. Für Steam Deck gibt es das auch. Das heißt, man kann auf dem Steam Deck dann auch den Epic Games Launcher und GOG-Spiele spielen. Also eine richtig, richtig coole Sache. Das ist ja diese Handheld-Konsole, die auch in diesem Jahr rausgekommen ist. Und da würde ich einfach mal nach Erfahrungen von dem Chat fragen. Habt ihr Erfahrungen mit dieser Games-Konsole von Steam? Das würde mich sehr interessieren. Ansonsten schreibt jemand, ja, da mich Multiplayer gar nicht interessiert, bin ich super zufrieden mit Zocken auf Linux. Nur Alarmstufe Rot 2 bekomme ich nicht zu laufen. Puh, Alarmstufe 2, Rot 2. Erscheinungsdatum 1995. Da schaust du mal auf GOG, vielleicht gibt's das, und auf Lutris, ne? Vielleicht kriegst du es so zum Laufen. Ich schaue mal gerade nach Alarmstufe, findet er was? Findet dann nichts. Vielleicht ist es auch 95? Könnte auch sein. 95 also, steht bei mir jedenfalls. Ne? 96 ist ja der erste Teil rausgekommen, Red Alert 1. Und das gab einen zweiten Teil, der müsste neuer sein. Oder ist das ein Film, den ich ja gerade habe? Nee, Action, doch, das könnte auch ein Film sein. Alarmstufe. Okay. Das gibt vielleicht auch einen Film, oder? Also ich habe jetzt gerade einen Film und da stand Erscheinungsdatum 1995. Dann wird es wahrscheinlich, ach genau, Command & Conquer gibt es auch. Das, ja? Genau, das ist die Serie vorher. Ja. Er macht nichts. Die Serie ist auch schön. Hier, Ergebnis für das Videospiel, sehen wir hier. Erscheinungsdatum steht leider gerade nicht da. Ne? War EA, die das auch herausgegeben haben. Also solche alte Spiele funktionieren eigentlich ganz gut, meine ich. 2000 ist es erschienen. Für OpenRA gibt es auch einen Fork, sodass man Red Alert 2 damit auch spielen kann. Also das befindet sich noch im Entwicklungsstadium, haben wir auch schon mal gespielt, auch über das Netzwerk, und das funktioniert. Also uns ist jetzt nichts aufgefallen, also Missionen kann man noch nicht spielen, aber Netzwerkspiele, das funktioniert super.
Absolut, okay. Ja. Nee, cool. Also ist unglaublich, was dann doch tatsächlich dieses Proton am Ende wirklich dann doch für Möglichkeiten gibt. Ne? Also beispielsweise, ich habe letztens Forts ausprobiert. Das ist so ein Tower-Defense-Spiel in Anführungszeichen oder ein bisschen Tower-Defense, aber auch so in Richtung Worms, ne, geht das. Wo du dann quasi so einen Turm baust und dann so den anderen Turm angreifen musst. Ist ein tolles Spiel. Und das gibt es eigentlich nur für Windows. Kann man auf Steam kaufen. Über Proton gestartet. Lief ohne Probleme. Klasse. Ne? Läuft ohne weiteres, genau. Windel Porsche schreibt, ja. Sorry, ich bin dir wieder ins Wort gefallen. Nee, macht nichts. Alles gut. Okay. Ansonsten schreibt Windel Porsche, ich muss sagen, der Heroic Games Launcher sieht echt gut aus. Vielleicht starte ich nochmal mit Versuchen, auf Linux zu spielen. Also, probier es aus. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viel. Es gibt nicht alles, muss man auch ganz klar sagen. Also so das neueste Call of Duty oder sowas oder Rainbow Six Siege oder sowas, was eigentlich schon mittlerweile relativ etabliert ist. Oder auch Fortnite wird nicht funktionieren, ne, auf Linux. Da wirst du nicht fröhlich sein. Aber ansonsten, die meisten Singleplayer-Spiele hast du gar kein Problem. Auch GTA hast du erstmal kein Problem. Ne? Bei GTA Online mit verschiedenen Mods sieht es vielleicht anders aus tatsächlich. Es gibt diese ganzen GTA-RP-Sachen, da hast du dann weniger Chancen. Ansonsten, das Spiel Myst habe ich leider nicht über Linux zum Laufen gebracht. Myst. Ne, weiß ich nicht, ne? Manchmal kann es natürlich auch nochmal Spiele. Myst ist das, ne? Ist ein Name einer Serie von Computer-Adventure-Spielen. Ne? Wahrscheinlich auch schon vor Ewigkeiten rausgekommen, oder? Mhm. 1993. Ja, ist schon ein bisschen was älter. Aber wenn man einfach mal vergleicht, gerade auch was Proton geleistet hat, auch mit dem Erscheinen des Steam Decks oder auch die Zeit davor mit Proton 7, haben sie ja noch mal einiges an Ellbogenschmalz rein investiert und noch mal richtig viele Spiele wirklich unter Proton laufbar bekommen. Oder ja, zum Funktionieren bekommen. Das ist im Vergleich zu meiner Anfangszeit, ich bin seit 2012 wirklich nur noch auf dem Trip Linux als Gaming-Plattform zu benutzen und das auch konsequent. Da muss ich aber sagen, dass Dota 2 schon immer nativ lief, hat einiges geholfen, aber selbst alles andere, da ist immer mehr dazugekommen, immer mehr mit Proton funktioniert und für alles andere habe ich den Heroic Games Launcher oder Lutris. Also selbst die nativen Spiele, da müssen wir nicht drüber reden. Das läuft so oder so. Aber alles, was irgendwie nicht nativ läuft, kriegt man theoretisch zum Laufen. Zwar nicht sofort, das muss man auch ganz klar sagen. Also die neuesten AAA-Spiele werden nicht laufen. Will man eigentlich auch nicht, wenn man sich aktuell mal die Gaming-Branche anguckt. Also ich sag nur, das Cyberpunk-Desaster war ich 2019 mit einem Kumpel auf einer Messe, da wo er es vorgestellt, übelst gehypt und zum Launch war das Ding immer noch nicht fertig. Und das hat knapp ein Jahr gedauert, bis es fertig mittlerweile war. Soll es ein gutes Spiel sein, ne? Ja. Aber ja, also trotzdem, ich weiß nicht, also man kann so viel Spaß auch ohne nur auf Linux haben. Und es gibt auch ganz viele Publisher oder viele auch kleinere Publisher, die für Linux ohne Probleme veröffentlichen. Auch Paradox sind ganz, ganz tolle Spiele. City Skylines, Stellaris, Surviving Mars, Surviving the Aftermath, wie heißen die anderen? Victoria 3, glaube ich, ist es letztens rausgekommen oder so. Also es sind ganz, ganz tolle Spiele auch, die nativ auf Linux laufen und wo man Heidenspaß haben kann. Na, Minecraft, Euro Truck Simulator, die Dauerbrenner gibt es natürlich auch. CSGO, Dota, ne? Und so weiter. Also da gibt es schon einiges. Also da kann man auf jeden Fall ganz viel Spaß haben. Und unsere Zeit ist tatsächlich schon zu Ende. Hat jemand von euch noch etwas als Schlusswort zu sagen? Ansonsten würde ich sagen, geben wir gleich über in die Gaming-Nacht. Ich hätte sonst noch einen Werbebeitrag. Guck mal über den Kopf. Da steht doch was. Stimmt, absolut. Ich weiß nicht, ob das so machen, dass es ja, kann genau, das so machen, genau. Dass es mein Heiligenschein ist und dann passt das. Du machst der Dienstag und Donnerstag was auf Twitch. Und eins davon dreht sich um Gaming. Ich weiß nicht, ob du schon erwähnt hast. Ich glaube noch nicht. Nein, habe ich nicht. Dienstag ist mein Gaming-Abend, Saint of Sinner auf Twitch. Und Donnerstag ist mein Technik-Stream, sage ich mal. Diesen Donnerstag haben wir uns einen App-Cache gebaut, also dementsprechend. Und wer sich für Gaming auf Linux interessiert, vorbeigucken. Sehr gerne vorbeigucken. Saint of Sinner.
Und ich würde sagen, wir packen es jetzt rüber in die Gaming-Nacht. Schön, dass wir da nochmal ein bisschen diskutieren könnten. Fortnite kann man auch über GeForce Now spielen, allerdings Free-Account, etwas längere Wartezeiten und so weiter. Stimmt, ne? Es gibt nochmal Cloud-Gaming, haben wir im letzten Jahr auch, glaube ich, angesprochen. Damit kannst du auch jedes Spiel auf Linux spielen. Also ich habe dann auch eine lange Zeit Destiny 2 beispielsweise gespielt oder diese Sniper Elite 4 oder sowas habe ich auch gespielt über Google Stadia, das stellen sie ja jetzt leider ein. Ne? Aber ansonsten würde ich sagen, geht es weiter mit der Gaming-Nacht. Wir sind in 5 Minuten wieder für euch da. Währenddessen könnt ihr nochmal die Tux-Tage-Umfragen ausfüllen, falls ihr es noch nicht gemacht haben. Ich hau nochmal den Link in die Chats rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder mit Super Tux Cut. Danach geht es weiter auf T-Worlds, dann Beyond All Reason. Ihr könnt alle mitspielen. Die Links dazu sind gerade auch im Liveboard unter tuxtage.de/raumA oder einfach tuxtage.de im Programm. Ja. Findet ihr das dann auch in der Programmbeschreibung. Die Spiele dazu. Das wäre es von uns soweit gewesen. Herzlichen Dank. Und nicht den Hauke vergessen, ne? Nicht der Weisheit letzter Schluss. Ach so. Ja, genau. Nicht dabei ist der letzte Schluss, natürlich auch abonnieren und sonst auch alles, was es gibt, beispielsweise Linux Guides oder so was. Ne? Aber ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder in der Gaming-Nacht und ich freue mich schon gewaltig, von euch allen einen auf den Latz zu bekommen. Also, wunderbar, bis gleich.